Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich zitiere: Für mich ist Europa Frieden und Freiheit, für beides der Garant. Manchmal nicht einig streiten wir doch für dieses Ziel Hand in Hand, unsere Zukunft zu gestalten, in Sicherheit zu leben, die Vielfalt zu bewahren und dafür alles zu geben. Bitte, 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 geh zur Wahl für mein Europa. Bitte, 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 geh zur Wahl für mein Europa. Bitte, 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 geh zur Wahl für mein Europa. Geh doch zur Wahl. Zitat Ende. Falls Sie es verpasst haben sollten, unser EU-Minister Liminski von der CDU hat diesen ergreifenden Song mit seinem Pionierchor von den Mollmäusen and Friends aus Tecklenburg nicht nur eingesungen, sondern fand ihn sogar so toll, dass er ihn mit einem Scheck vom Steuerzahler belohnt hat. Und ein bisschen habe ich den Verdacht, die Verfasser dieses Antrags haben sich auch ein wenig bei diesem Lied inspirieren lassen. Also viel mehr Substanz hatte weder der Antrag, der Wahlaufruf, als die Debatte eben nicht. Hören Sie doch erst mal zu, Frau Kollegin. Ergänzend haben Sie es lediglich um die Information für die Leute, wer denn gefälligst gewählt werden soll und wer gefälligst keineswegs gewählt werden soll. Gleich viermal ist in Ihrem Antrag die Rede von bösen inneren Feinden, von den bösen Rechtspopulisten und dergleichen. Die Reden haben es ja auch gerade wiedergespiegelt. Anstatt die Menschen zu bitten, sich selbst zu informieren und auf dieser Grundlage eine eigene Wahlentscheidung zu treffen, sagen Sie ihnen, was Sie gefälligst zu wählen haben. Und das zeigt zwei Dinge über Sie. Erstens, die Antragsteller betrachten die Menschen im Land vorrangig als Stimm- und Steuervieh, das zu blöd ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und zweitens, ob CDU, Grüne, SPD oder FDP, das macht für den Wähler wirklich keinen Unterschied mehr, schon gar nicht bei der Europawahl. Sie, meine Damen und Herren, sind die Einheitssoße und wir sind die Alternative. Danke nochmal für die Klarstellung. Ich für meinen Teil freue mich, wenn die Menschen im Land wählen gehen, sogar wenn sie die Grünen wählen, Frau Aimers, egal wen sie wählen. Und das unterscheidet mich als Demokraten eben von Ihnen. Überhaupt sind die Wahlbeteiligung in Deutschland, das können Sie nachlesen, seit Bestehen der AfD deutlich angestiegen, nachdem sie alle mit ihrer Einheitspolitik jahrelang die Bürger in die Resignation getrieben haben. Wir könnten uns im Grundsatz durchaus einem Wahlaufruf anschließen, aber eben keiner Altparteienwahlwerbung. Wir freuen uns übrigens auch sehr, genauso wie Sie es hier im Antrag behaupten, auf die 16- und 17-jährigen Wähler. Bei denen ist Ihnen der Trick wohl ein bisschen nach hinten losgegangen. Jahrelang haben Sie geglaubt, die gehören in erster Linie den Grünen. Aber die sind offenbar schlauer als die ARD-Zuschauer im Seniorenalter und wählen nach aktuellen Studien zunehmend genau die, vor denen Sie hier in Ihrem Wahlaufruf warnen. Und daran konnten auch singende Minister bisher nichts ändern. Damit ist eigentlich auch schon zu viel zu diesem Antrag gesagt, aber einen Satz möchte ich doch noch zitieren. Dabei ist die Europäische Union kein europäischer Superstaat, der sich in alle Lebensbereiche der Menschen einmischt. Zitat Ende. Ich meine, machen Sie es doch wenigstens nicht so plump, meine Damen und Herren. Und wenn Sie es mir nicht glauben, gehen Sie mal kurz runter in die Kantine und kaufen Sie sich eine Plastikflasche mit einem beliebigen Getränk. Und Sie werden feststellen, dass Sie den Deckel nur mit erheblichem Kraftaufwand von der Flasche trennen können. Diese nervige Eigenschaft ist kein Produktionsfehler, sondern vorgeschrieben. Grundlage ist die EU-Richtlinie 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte. Jetzt kann man über Sinn und Unsinn solcher und anderer Regeln diskutieren, keine Frage. Aber wenn Sie sich hier hinstellen und erzählen, die EU mische sich nicht längst in alle Lebensbereiche ein, dann ist das schlicht und ergreifend gelogen. Und da zeigt es sich eben, Sie wollen gar keine ehrliche Diskussion über Europa und die EU. Sie wollen auch keine kritischen Bürger, sondern unkritische Klatschhäschen oder Mollmäuschen, wie Sie es eben als Despoten sich wünschen. Ihren Wahlaufruf, der nichts anderes ist als ein Welt-Altparteien-Aufruf, lehnen wir daher natürlich ab und sagen den Menschen im Land, informiert euch, geht wählen, meinetwegen geht sogar die Grünen wählen, es geht um euer Land. Vielen Dank.